Es ist wieder Zeit, dich schick zu machen. Es ist wieder Zeit, dich in Schale zu werfen oder ins Raumschiff. Ja, wir spielen heute Wing Commander Privateer von 1993. Es ist super. Es ist das zweite Let's Play. Wir schauen mal. Ich konnte ja upgraden. Seht euch das an. Nee, seht es euch nicht an. Also ja. Erinnert euch vielleicht. Ich habe mein Schiff mit einem Engine Upgrade versehen. Da geht nur eins. Aber es ist jetzt erstmal. Ja. Es ist jetzt erstmal okay. Jetzt heißt es Geldchefin. Ja, wir wollen hier raus. Und Scout. Nav Point 8. Troy System. Kirasi in Nav Point 1. Rexus wollen wir nicht. Nav 7 in Troy. Cargo nach Rilke wollen wir auch nicht. Defend Base Mission Helen in Troy. Verteidigen wir Ace Pilots. Proceed Nav Point 1. Meteor System. Nee, das brauchen wir nicht. Okay. Nav 7. Scout Mission und Bounty Mission sind gut. Und Nav 8, genau, 3 Stück. Dann brauchen wir jetzt auch noch nicht in die Mercenaries Guild, theoretisch, aber wir könnten uns trotzdem anmelden und sagen, if you're looking for fame and glory, you've come to the right place. Just remember, the Mercenaries Guild not only gets you the best jobs, we guarantee payment. In this business, that's worth thinking about. The application fee is now 5,000 credits. Our rates have only recently gone up. Well worth the price, though. The Mercenaries Guild offers the most challenging missions. Okay. And a premium compensation plan. What do you say? You with us? Ja, ich bin good. Auch für 5,000. The application fee will be automatically deducted from your account. Thank you for joining the Mercenaries Guild. Go get 'em, Tiger. Wir haben wie viel Geld? 2000. Das heißt, ich kann jetzt auch noch mal The Merchants Guild. Hi, how are you? I'd like to invite you to join our guild. We broker for the most reputable clients. That means we guarantee your work and your compensation. The Merchants Guild primarily schedules cargo runs, but we also place big bounties on pilots that attack our own members. It will only cost you 1000 credits to join our ranks. How about it? Jo, machen wir auch. Great. We will automatically debit the service fee from your current banking system. The Merchants Guild appreciates your business. Thanks for joining. You'll be glad you did. Okay, cool. Das heißt, wir speichern mal kurz ab. Das ist hier das nächste. Okay, und dann fliegen wir los. Wieder ein paar Missionen im All. Beschleunigen. Das ist ein Merchant. Dann nehmen wir uns. Achso, ich bin da unten. Okay. Dann fliegen wir erst zu Nav Point 8. Ach, ich liebe die Musik. Okay. Nur noch 19 Torpedos. Und ihr seht, die Engine hält gut durch. Ich kann hinter dem herfliegen und ballern, was ich will. Das hintereinander weggeballert. Kann gar nicht so schnell schießen wie der. Engine sich wieder auflädt. Das ist gut.
fliegt er genau rein. Ich glaube, ich muss noch mal ins Handbuch gucken, wegen der Waffen, welche am besten gegen Schilde und welche am besten gegen die Rüstung helfen. Weil es natürlich super, wenn man erst die Schilde runterschießt mit den Waffen und dann mit den anderen die Schilde. Damn, you're ripping me apart. Of course. Ich wusste nicht, dass ich gegen einen Kindspieler hier oder Kämpfer. Ich wollte eigentlich kein Torpedo verschwenden, genau. Dann fliegen wir mal Vollgas auf dieses Ding hier zu. Sind da. Auf geht's. Hier ist nichts, gut. Und nach Helen, um die Basis zu verteidigen. Your death will honor my name. Ich warte darauf, dass er anfängt zu ballern. Da passiert's. Da waren Schüsse. Der hat schon ordentlich. Irgendwann fliegt man auch gegen die ganz großen Kirathi-Schiffe. Aber den komme ich ja nur mit meinen Torpedos hinterher. Also nur mit Waffen, nur mit den Schusswaffen kannst du vergessen. Nicht gegen die Kirathi. Eigentlich müsste ich auch immer zwei Torpedos hintereinander ballern. Damit ich auch sicher gehe, dass wenn der erste sitzt, der zweite auch sitzt. Aber das sieht gar nicht so gut aus. Okay, genau so. Perfekt. Kosten auch, kosten 15. Bei Elite haben die 30 gekostet. Allerdings hat man bei Elite bei weitem nicht so viel Money gemacht wie hier. Now entering an automatic landing zone. Und das geht alles viel, viel schneller jetzt hier. So, was haben wir hier? Die Bar, die Merchant Skill, Chip Dealer. Erstmal Chip Dealer. Repair. Haben wir was? Nicht zum Reparieren. 13.000 haben wir an Bord.
Das heißt, wir brauchen wieder Torpedos. Ein großes Upgrade kriege ich hier gar nicht. Okay, dann arbeiten wir aufs ETM-Package zu, beziehungsweise ich kann mir ja erstmal alle Karten kaufen. Thank you. So, ich habe jetzt alle Karten. Und als nächstes, genau, so ein ETM-System natürlich. Ich glaube, das ist automatisch. Wo ist hier der Ausgang? Der war doch hier irgendwo. Da, Exit. So. No Cargo loaded. Wir haben noch ordentlich Cash. 7 Abschüsse bisher. Ein Retro erst, 4 Piraten. 2 Kilrathi. Okay. Und wir speichern mal ab. Dann gehen wir zur Bar. I just heard that the 6th Confederation fleet was lost around Midgard. Gone. The Kilrathi must have destroyed them so fast they couldn't even get a message off. An entire fleet. Lost. I'm afraid it's only a matter of time. Drink up, friend, while you still can. Eieiei, die Bedrohung eines Krieges kommt wohl näher. So, Commodity Exchange, da könnte man jetzt einfach mal gucken. Wir sind auf so einem Planeten, könnten Grain kaufen. Luxury Foods. Liquor, Pets. 19 Grain, Luxury Foods. Ich hab halt keine Ahnung, ne? Kostet 44. Habe ich jetzt alles gekauft? Sieht so aus. Okay. Ich habe sie 44 gekauft. Da steht Luxury Food 40. Geladen. No Missions. Ich brauche noch Missions. Da hätte ich jetzt natürlich auch. Hier kann ich den Computer aktivieren. So, dann kann ich die Disk anlegen. Load 15.000. 7.000. Junction System. Dafür brauchen wir erst noch einen Jumper. Das brauchen wir nicht. Okay, hier ist der Mission Computer in der Mitte. Aktivieren. Reinforcement. Hector. Jo. Hector, machen wir. Nachpoint 7 Intro System. Helen. Hier gleich verteidigen. Super. Und nach Point 5 im Troy System. Okay, nehmen wir auch an. Aufs Landing Pad. Wir starten. Und wissen, dass wir hier sofort jemanden haben, der uns an die Wäsche will. Auf jeden Fall haben wir ihn schon blank gemacht an der Seite. Und deliver us, O Lord, for we are in need. Der nächste Retro. Okay, cool. Das sieht doch gut aus jetzt. Nav Point 5.
Solange es auch nur einer ist, geht's echt. Ich rufe die immer an, damit ich sehe, wo die sind. Wenn die nämlich antworten, dann habe ich sie auf meinem Schirm. Der ist auch zu mir durchgekommen. Blöd. Ja, Repair Droid. Spart einem dann natürlich massig Geld, wenn man zerschossen wird. Now entering an automatic landing zone. Jump Drive brauchen wir noch. Was hat der gekostet? 5000 oder so? Was kostet das hier? I hate to break it to you. But we've checked your account, and you don't have enough credits to buy this ship. She sure is a fine ship, though, isn't she? Listen, I want to make a sale. You want to make a purchase. Let's look at the facts. You know the retail of this ship. I can use your ship for trade-in, plus your extras, including your cash on hand. That still leaves you short. Go get some more cash and come back when you're ready to deal. Okay? And don't feel embarrassed. Okay. Things happen. Schade, dass er mir nie sagt, wie viel ich zu kurz bin. Okay, wir haben wieder massig eingekauft. 4 Raketen einfach verballert. Tractor Beam and Jump Drive 10.000. Repair Droid 30.000. ECM Package. Wir können schon mal den Jump Drive nehmen. Dann haben wir den schon mal. ECM Package mache ich noch nichts. Zusätzlichen Cargo machen wir. Apropos Cargo. Commodity Exchange. Wir haben Food und ja, das ist doch super. Alles verkauft. Eisen, Tungsten, Plutonium. Boah. Uran. Nett, was man hier so alles verkaufen kann. Ich weiß nicht mehr, wie das mit dem Handeln war. Aber. Achso, ich könnte jetzt mal bei den Mercenaries gucken. Computer. Was die für lustige Aufgaben haben. 4200 ist jetzt nicht viel besser, ne? 4000. Panda Star System. Dann müsste ich hinterher fliegen. Nav Point 3 in the Troy System. Und der ist schon echt heftig. Und nach Riegel wollen wir nicht. Wir können weiter nur 3 Missionen annehmen. Nav 7, Defend Hector. New Detroit. Nö. Wo war das hier? Ja. Machen wir das. Okay. Safe Mission. Gut, dann machen wir uns auf, fliegen die nächste Mission, gucken mal, dass es uns besser geht.
Hier sollte nichts sein. Doch, wir sind ja in Hector, okay. Nerf 3. Das waren die ersten 6000, die ich gemacht habe. Das ist doch nice. Bleib mal hier, mein Freund. Weißt du, bist schnell. Ich glaube, die fliegen bis zu 1000 Klicks schnell. Der ist beim Torpedo ausgewichen. Das finde ich gut, dass die, ne, wenn die abgeschossen werden, die auch direkt nichts mehr sagen dann. Wo ist mein Nachtpoint? Da. Und Nav 1. Aber erst muss ich hier zu dem Nachtpoint richtig reinfliegen. Ich muss da schon in der Nähe sein. Ansonsten zählt das nicht. Und das nächste Mal fliegen wir ein anderes System auch bestimmt. Was bei Elite war, möglichst weit weg zu sein und von ganz weit weg zu ballern, ist hier einfach nah dran sein, dem Gegner am Arsch kleben. Ich habe gar nicht getroffen. Echt. Das sah echt schlecht aus. Doch echt keine Verteidigung mehr. Ich könnte einen Torpedo abschießen. Ich könnte einfach einen Torpedo das nächste Mal abschießen. Ist egal. Ich opfer den Torpedo. Bevor ich hier noch mehr Zeit mit dem verschwende. Na toll, da ist er jetzt durchgezogen. Gut.
Targeting ist ein bisschen gestört, okay. Und ich habe nur 6 Proton-Torpedos. Auf dem, oder? Auf dem anderen noch 9, okay. Dann fliegen wir wieder nach Achilles zurück. Und sind wieder ein Stückchen reicher. Militia. We got this sector bottled tight, friend. Now entering an automatic landing zone. Gut. Wir haben nichts eingekauft. Wir haben 26.000 auf der Kante. Und hier nichts Neues. Wir müssen wieder reparieren. Nicht zu reparieren, okay. Cool. Uns fehlen noch 30.000, glaube ich. Nein, nicht 30.000. 30.000 für den Droid, 30.000 fürs ECM-Package. Cargo brauchen wir auch nicht, okay. Partikel kennen, sowas können wir uns dann auch leisten langsam. Aber das machen wir alles das nächste Mal. Ich speichere an, ab. Das war's mit dem zweiten Let's Play. Ich finde es, wie gesagt, genial. Nächstes Mal gucken wir, was für Waffen wir hier nehmen und wie teuer eigentlich so ein Schiff ist, genau. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Privateer, Wing Commander Privateer. Bis dann. Ciao.